Und damit willkommen zu einer neuen Aufnahmesession von Minecraft Live in the Woods. Ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist. Ja, auch du. Genau. Dich habe ich natürlich nicht vergessen da hinten in der Ecke. Aber schön, dass du auch wieder mit dabei bist. Und an alle Kinder mit ihren Eltern, habt viel Spaß und seid vergnügt und seid gespannt, was jetzt alles so kommen wird. Ich habe nämlich in der Kopie-Welt ein bisschen was ausprobiert. Ich weiß noch nicht, ob ich das in dieser Aufnahme mache. Jedenfalls wird wohl noch ein Feld dazukommen. Aber ich wollte jetzt hier nochmal darauf eingehen, was ich hier verpraktiziert habe. Und zwar sollte es ja eine, falls noch der ein oder andere das nicht mitbekommen hat in der letzten Aufnahme, eine automatisierte Sojamilchmaschine sein. Damit ich, eigentlich meine ich das schon erklärt zu haben, aber da hat sich doch jemand gemeldet. Vielleicht hat er auch das Video nicht zu Ende geschaut, aber jedenfalls kommt am Ende hier diese Sojamilch raus. Und das war mein Ziel. Am liebsten hätte ich das auch, dass ich automatisierten Käse mache. Aber da brauche ich, glaube ich, so eine gewisse Werkbank, aber das wird mir doch ein bisschen zu viel, glaube ich. Jedenfalls mache ich das jetzt noch nicht. Aber so sieht das natürlich noch nicht so richtig gut aus. Und ich denke auch hier, das Weiß ist ein bisschen zu hell. Und jedenfalls haben wir diese Deko-Bank. Das ist alles noch ein bisschen provisorisch, natürlich. So, wir haben ja Käse. Und genau, mein Plan war nämlich, oder weil mir ja Weizen fehlt. Ich wollte ja schon längst mal ein Weizenfeld machen. Eigentlich habe ich das vorgehabt, in einem viel größeren Rahmen zu machen. Und genau deswegen habe ich das nämlich auch in der Kopie-Kopie-Welt gemacht. Aber wir können auch so einmal Käse essen. Weil ich habe nämlich Hunger. Entschuldigung, dann ist das... Ich weiß, das ist nicht so gut, aber... Ich weiß gar nicht, kann ich hier den Mais nicht irgendwie auch in den Ofen tun? Ich müsste doch gehen, normalerweise. Ach ja, und so. Ich muss leider was sagen, was ich eigentlich nicht gerade so gut finde, aber ich möchte es trotzdem mal erwähnen. Ich habe mich ja gefreut, kann ich ja jetzt sagen, weil ich habe ja auch schließlich mich gefreut, als die Mary sich mal nach langer, langer Zeit mal wieder gemeldet hat. Aber ich muss sagen, da war was gewesen, was ich nicht gerade sehr schön finde. Ich meine, auf deiner Seite gibt sie ja schon gerne Tipps, aber in der letzten Aufnahme, da habe ich und jetzt halte ich gut fest, jetzt kommt was ganz, 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 ganz Schlimmes. Ich habe, anstatt hier beim Feld die Sojabohnen mit der rechten Maustaste zu ernten, habe ich, um Himmels Willen, die linke Maustaste genommen. Das ist so schlimm, dass die sehr erstaunt war, dass ich das gemacht habe. Ja, aber wer eigentlich schon mal öfters zugeschaut hat, der weiß, dass ich schon das weiß, dass man das mit der rechten Maustaste macht und dass ich es auch schon des Öfteren gemacht habe mit der rechten Maustaste und das dann sofort natürlich wieder neu auch eingepflanzt wird. Aber jeder hat doch mal einen schlechten Tag. Und warum muss man denn, wenn man dann mal was nicht so macht, wie man es machen sollte oder wie es am besten ist und wie auch immer, warum kann man da nicht mal drüber hinwegsehen? Oder ich meine, kann man nicht sonst schreiben, hier, Inselgamer, kannst du nicht, da hast du das ja auch mit der linken Maustaste gemacht und besser wäre es mit der rechten Maustaste, Punkt. Dann ist gut, aber sie hat da einen richtigen, sie war sehr erstaunt und obwohl ich Gronkh und so alles schon gesehen habe, also sie konnte es quasi nicht fassen, dass ich das jetzt immer noch nicht drauf habe, so nach dem Motto, wie kannst du nur, ich weiß es, ne? Sie mag ja richtig gut sich auskennen in Minecraft, aber dann soll sie doch auch selber, meine Güte, wenn sie so schlau und so weiter ist, dann soll sie selber so eine Let's Play-Reihe machen. Und manchmal ist es doch einfach nur so, dass man, wie gesagt, einen schlechten Tag hat oder weil man ja auch redet und so und vielleicht mit den Gedanken schon bei was anderem ist, dass man denn mal was falsch macht oder nicht so ganz, wie es eigentlich am besten wäre in dem Moment. Aber das sind halt immer welche, die das immer so raushängen lassen. Ich meine, gut, es ist doch schön, wenn man was weiß, aber kann man nicht einfach das so ganz kurz sagen, hier, das hättest du auch so machen können, Punkt, ohne dann zu schreiben, oh, ich bin ganz erstaunt gewesen und bla. Das ist so wieder so drüber hinaus, ja. Das zeigt eigentlich nur, dass man
raushängen lassen will, wie toll man das alles kann, wie toll man das weiß und dass man ja keine Fehler macht und so weiter. Das sind so diese, die früher in der Schule immer ganz vorne am Lehrerpult saßen und sich immer gemeldet haben, ah, ich weiß es, bitte nimm mich ran, ich weiß es doch. Der andere, die sich melden, die wissen das alles nicht. Die sagen bestimmt was Falsches, aber bitte nimm mich doch. Ich weiß es ganz genau. Und wie kannst du denn nur, ach, Mist, jetzt hat er das scheiße gemacht, das gibt's doch gar nicht. Ah, darum geht's doch gar nicht, wie gut man was kann. Darum geht es hier überhaupt nicht, ja. Es geht, du kannst in deiner Arbeit, bei deiner Arbeit, ja, da kannst du dich anstrengen, da musst du dein Bestes geben möglichst, ja. Dann ist es gut, ja. Aber man muss es doch nicht raushängen lassen, trotzdem nicht, ne. Es gibt immer Menschen, denen ist das nicht so wichtig wie dir, das hundertprozentig perfekt zu können. Es geht einfach darum, dass man letztendlich Spaß hat und letztendlich macht man gewisse Dinge auch, jetzt, wenn man jetzt Arbeit sagt, um einfach nur Geld zu verdienen, mehr will man nicht. Dann muss man das auch hinnehmen. Es gibt nicht jeden Menschen, der das alles mit Leidenschaft immer macht und hundertprozentig sein muss. Ja, ich meine, darum geht es generell im Leben nicht. Es geht generell, ist der Weg das Ziel und nicht das Ziel an sich. Ja, und der Weg, der muss nicht unbedingt so perfekt sein, dass das Ergebnis immer perfekt ist. Ist am Ende zwar schön, da freut sich jeder, wenn er das geschafft hat, aber es hat nicht jeder unbedingt diesen Ehrgeiz oder dieses Bedürfnis. Ja, weißt du, dann ist das letztendlich nur Arbeit. Und vor allem, wenn man ein Hobby macht, wie das hier, dann sollte man erst recht mal das ein bisschen mit einem, mit einem Augenzwinkern mal sehen. Wie wäre es denn damit? Dann wäre für alle das ein bisschen schöner. Es gibt, warum muss man sich denn immer aufplustern? Oh Mann, wie kann der denn nur? Ich kann das mir ja nicht ansehen. Dann guck's dir doch auch nicht mehr an. Und ich habe natürlich sarkastisch irgendwie dann auf sie reagiert und letztendlich auch mit dem Augenzwinkern. Das war auch nicht böse letztendlich gemeint, weil ich hoffe, ich hatte ja gehofft, dass sie es irgendwie versteht, dass sie auch vielleicht ein bisschen übers ihr Ziel hinausgestoßen ist. Aber wenn sie dann mit einem D-Abo kommt und so, weißt du, dann brauchst du, weißt du, Leute brauchen letztendlich gar nicht, weißt du, die einfach nur sich selber in den Mittelpunkt stellen wollen, wie toll sie sind und anderen einfach nur nicht helfen wollen, sondern einfach nur aufzeigen wollen, wie falsch und wie schlecht sie sind letztendlich, weil sonst würde man nicht so einen Aufriss machen, ja. Entschuldigung, dass ich mich jetzt da jetzt hier so mokiere die ganze Zeit und nicht wirklich vorankomme. So, jetzt ist aber gut, das wollte ich jetzt einfach mal sagen, wie gesagt, wenn ihr das nicht mögt und dann ist es so und dann kommt sie auch noch damit, ja, ist ja kein Wunder, wenn dir keiner zuguckt. Was ist denn das? Was ist das für eine Argumentation? Nur weil du jetzt, egal, da muss man eigentlich gar nichts mehr zu sagen. Ja? Ich finde, wie gesagt, Fakt ist, wem das nicht passt, der muss es sich nicht antun. Der braucht sie auch nicht auskotzen, dann muss das selber bei sich selber, ist doch gut, wenn er das für sich selber anders macht, aber muss doch nicht immer jeden. Man muss das doch nicht immer so raushängen lassen, ja? Und wie gesagt, wer mich kennt, wer eigentlich mal von Anfang an meine Let's Plays guckt, ich hab's tausendmal erwähnt, das ist nur ein Hobby von mir. Ich bin kein Pro-Gamer. Und wenn ich von Pro-Gamer rede, dann war das immer ironisch gemeint, weil da muss man sich auch selber mal nicht so ernst nehmen. Und klar ärgere ich mich auch mal, wenn was nicht so klappt und so. Aber letztendlich, darum geht's nicht. Es geht darum, alleine um den Spielspaß. Und wenn welche da das so ernst nehmen, dann macht es ja auch keinen Spaß mehr, oder? Na gut, ich hoffe, der ein oder andere von euch kann es verstehen. So, jetzt aber mal gut, ne? Und wie gesagt, auch Gronkh hat sich da auch schon über sowas schon aufgeregt. Und wenn welche da dann anfangen, schon persönlich zu werden, beleidigend zu werden, nur weil man mal vielleicht was nicht genauso richtig weiß, wie man es eigentlich wissen müsste. Klar, man kann sich immer super vorbereiten und alles, aber ist es denn noch denn menschlich? Ist es denn noch das Wahre? Es gibt doch schon genug in den Mainstream, also in den Medien und so, genug Sachen, die so künstlich gezeigt werden und so perfekt alles sein muss in Serien, Filmen. Das ist doch alles gar nicht mehr echt. Und deswegen seid ihr wahrscheinlich, oder der ein oder andere ist wahrscheinlich selber dann auch, hat dann diesen Anspruch, nur weil ihr so viele Filme, Hollywood-Filme guckt, wo alles super perfekt immer ist und keine Ahnung, auch in der Werbung und dies und das. Das ist nicht das reale Leben. Reale Leben ist, dass man Fehler macht, dass man auch gewisse Dinge nicht hundertprozentig machen will, aber man macht sie, weil man sie einfach nur gerne macht und nicht, weißt du, so, ich hoffe, ihr versteht das jetzt, oder der eine oder andere. Wer es nicht versteht, der will es auch nicht verstehen und der wird es auch nicht mehr verstehen und den kann man auch nicht mehr helfen. Der muss dann halt woanders gucken, wo alles perfekt ist. Hier wird es nicht sein und den Anspruch habe ich hier auch nicht und fertig. Und wenn ich dann auch keine Zuschauer habe, dann ist es halt so, ja?
So, okay. So, dann schlafe ich jetzt aber mal. So, genug gewettert. Geradet. Ist ja eh die Mode heutzutage zu raiden. Na gut, so, ich weiß. Jeder weiß es immer besser und so wird es auch immer sein. Klar weißt du das besser, weil du bist und du bist halt der, der alles weiß. Ist doch richtig. So, gut, jetzt wollte ich hier mal zusehen, dass ich das zweite Feld mache und da wollte ich nämlich Wertweizen benutzen. Und da müsste ich erstmal hier mein Inventar lernen. Fangen wir erstmal damit an. Es wird ein bisschen dauern, weil, guck mal, das nehmen wir schon mal hier raus, können wir nämlich gebrauchen, weil ich habe nämlich Spezielles vor. Ich will nämlich schon mal vorsorgen. So, apropos vorsorgen, ich könnte nämlich ein paar Schaufeln gebrauchen. So, jetzt habe ich viel zu viel mich wieder aufgeregt. Ich hätte gar nicht damit anfangen sollen. Ist doch klar, dass ich denn da wieder mich in Rage rede, aber das muss aber auch mal gesagt sein. Vielleicht, man hofft ja immer mal irgendwie, dass es doch noch irgendwo Menschen gibt, die auch ein bisschen noch auf dem Boden geblieben sind, denen es wirklich einfach nur darum geht, um sich ein bisschen berieseln zu lassen, ohne dass es perfekt ist. Und okay, ich finde immer, gerade das Nicht-Perfekte macht das doch. Segen-Tofu. Warum? Achso, man kann nur 8. Okay. Segen-Tofu. Wo tue ich denn das mal hin? Tun wir das mal hier rein. So. Brauche ich nämlich jetzt gerade nicht. Und Kabok-Tuft. Ich weiß auch nicht, ob das richtig ist, aber das werde ich mal da reinmachen. Firm-Tofu. Nehme ich das mal hier raus. Das Holz mal hier raus. Das muss da ja auch nicht rein. Apropos, ich könnte mal noch eine Truhe bauen. Da habe ich jetzt aber nicht genügend Holz. Na gut, nehmen wir mal Grobenholz. Ich weiß, das ist ein edles Holz. Das sollte man eigentlich nicht so leichtfertig für Truhen benutzen. Aber ich mache es jetzt eben. Und dann kannst du dich wieder aufregen. Ja? So. Ja, Entschuldigung. Wo habe ich jetzt die Truhe? Da. Natürlich. Alles eingesammelt, nur die Truhe nicht. Ah, komm, das hier. Die Truhe, die werde ich jetzt sowieso erstmal irgendwo hinstellen. Da haben wir ja nämlich auch wieder Platz. So, ich stelle die jetzt einfach mal dahin, weil ich es kann. Und alles, was ich jetzt nicht unbedingt brauche, schmeiße ich da jetzt einfach mal rein. So. Oh, ich hätte das ja auch eigentlich eine Truhe, ne? Normalerweise. So. Ich weiß nicht, die Erde könnte ich eventuell noch gebrauchen. Mal sehen. Die Sojabohnen könnte ich. Das könnte ich später noch gebrauchen. Obwohl, die behalte ich direkt mal. So. So, jetzt müsste ich genug Platz haben. So. Das machen wir mal so. Du wirst schon sehen, was ich noch vorhabe. Genau, hier kommen die Sojabohnen rein. Und die gehen dann hier so durch. Und dann kommt dann hier die Sojamilch raus. So soll es sein. So, jetzt komm mal mit. Eigentlich müsste ich mal was essen, ne? Ich müsste eigentlich noch mal was essen. Na, ich guck mal, ob ich hier noch irgendwo was zu essen habe. Hier ist auch noch Silkentofu. Das kann man das überhaupt so essen? Oh, das macht sogar satt. Oh. Da ist ja schließlich Tofu, ne? Ich war die ganze Zeit auf halt Burger aus und hab das halt nur als Zutat gesehen für einen Burger und jetzt stimmt, aber Tofu ist Tofu, ne? Dann nehme ich das doch direkt mal mit. Wenn ich jetzt immer Hunger habe, esse ich erstmal Tofu. Ist besser als nichts.
Ich weiß, es schmeckt nach nichts, aber... So, also was wollte ich jetzt? Ich wollte... Eigentlich, genau. Eigentlich wollte ich nämlich noch... Dingens bauen. Carpenters-Blöcke. Ich weiß, ich habe von Weizfeld geredet. Es macht dir jetzt noch keinen Sinn, aber du wirst schon sehen. Es macht am Ende schon Sinn. Weil ich es nämlich versuche... Ah, das sind nur leider nur zwei. Leider nur zwei. So, ich gucke vorsichtshalber mal, ob ich... Warte mal, hier haben wir noch... Oh, das sind auch nicht viele. Ja, ist alles noch nicht so das Wahre. Warte mal, was haben wir hier eigentlich? Sind das auch Sojabohnen? Nee, ne? Das ist, glaube ich, Zucchini. Ne, Zucchini nehme ich jetzt nicht mit. Gucken wir nochmal hier drüben. Guck mal, hier haben wir auch noch Sojabohnen. Ich will nur mal gucken, ob irgendwo noch Carpenter-Blöcke einsortiert wurden. Hier die Sticks, die kann ich auch gebrauchen. So. Na gut, keine Carpenter-Blöcke. Dann müssen wir selber mal noch neue machen. Und ich weiß es gerade gar nicht. Ich glaube irgendwie so in der Mitte. Aber wir brauchen dafür auf alle Fälle noch mehr Holz. Aber ich nehme jetzt kein Makromholz. Das wäre wirklich rausgeworfen. Das ist mir zu edel. Wir holen uns mal Holz von unserem Wald. Zu was haben wir denn sonst? Das ist Tubawood, das brauchen wir nicht. So, hier haben wir auch noch einen Makrobenbaum, aber den lassen wir mal. Ah, ich hätte dieses Skyf mitnehmen können, ne? Skyf heißt die, ne? Die Blätter nur wegmacht. Aber gut. Von mir aus kann sich hier auch neue Bäume einpflanzen. Da haben wir nämlich wieder welche. Denn Holz werden wir sicherlich mal wieder gebrauchen. Oh, ist ein großer Baum. So. Aber das Gute ist, ich habe ja diesmal Erde dabei. Wir machen unseren Erdfahrstuhl. Jedenfalls wollte ich nur mal sagen, gegen Tipps, ja, habe ich natürlich nichts. Aber wenn man das so auf, sich damit so auf... pustert, ja, und dann noch, also sich so richtig darüber mokiert, weil man das nicht selber weiß oder weil man gerade nicht dran gedacht hat, dann finde ich das übertrieben. Man kann sagen, hier, guck mal, du könntest das doch so machen, und dann sage ich, ja, super Idee, danke. Und klar, gewisse Dinge haben auch einen Grund, und vor allem war das dann auch, das war ja nicht nur denn das mit den, wie ich geerntet habe, sondern dass sie dann auch geschrieben hat, wegen der Sojamilch und so. Ja, warum mache ich das denn mit der Soja? Warum mache ich das mit der automatisierten Milch? Weil ich weiß, wozu man die Sojamilch braucht. Zum Beispiel für Käse. Und den Käse kann man gut gebrauchen für Hamburger. Aber da fehlt mir natürlich noch was. Und zwar Toast. Aus Toast bekommt man, wenn man Brot in den Ofen tut. Aber für das Brot brauche ich halt noch wieder Weizen. Und ich habe leider kein Weizen angepflanzt. Also ich hatte mal Weizen angepflanzt, aber das hatte ich auf... Humus rauf angepflanzt. Und ich dachte, bei Humus, ne, wächst das schneller und besser, aber da ja, hat es ein kann schon nicht mehr reden. Da ist es nicht gewachsen. Es ist, wuchs einfach nicht. So. Und deswegen musste ich das nochmal abbauen und dann, naja, egal. Es ist so, wie es ist. Und fertig.
Und Kritik kann man üben, aber das sollte alles schon mit einem ordentlichen Ton, dann geht alles, ja. Aber wenn jemand schon sich mit sowas kommt wie mit Wundern oder mit erstaunt, das muss doch keiner erstaunt sein. Das ist doch voll übertrieben. Ah, hier muss ich. Ich habe die Orientierung verloren. Sieht alles so anders aus, wenn die Bäume weg sind. Hä? Hä? Jetzt bin ich ja völlig. Hier sind diese Bäume, die großen. Hä? Ah, ich muss in diese Richtung, oder? Nee, denn doch diese Richtung. Ich habe jetzt irgendwie die Orientierung verloren. Jetzt, wo die Bäume weg sind, bin das gar nicht mehr gewohnt, wie das aussieht ohne Bäume scheinbar. Ach, hier. Ach so, echt? Ich dachte, ich habe immer vom Haus direkt auf die zwei Bäume so rauf gesehen. Ach so. Naja. Ja, ich kann das immer nicht so gut. Reden und spielen. Hey, es ist aber... Ah, hier. Ich, das ist ja völlig anders. Ich habe jetzt ganz anders gedacht gerade. Das war ja völlig falsch. Wie bin ich da hingekommen? Ja, da kann jetzt wieder jemand sagen, Mann, bist du doof? Wie kannst du denn da die Orientierung verlieren? Du warst doch noch gar nicht so weit weg. Und dies und das. Ja. Aber ich bin nicht du. Ich bin ich und fertig. Das kannst dein Opa im Sauerland erzählen. Der freut sich.